Grüß euch zurück zu Nuzlocke Challenge Pokémon Schwarz 2. Wir haben in den letzten Folgen eine Trainingsfolge gemacht, damit ihr es einmal gesehen habt. Das heißt, das kommt jetzt nicht mehr vor, dass ich Trainingsdings sage, das mache ich jetzt immer offscreen. Und wir haben die Arena gefunden. Ich bin so lange herumgerannt, dass ich diese scheiß Arena finde. Ja, wir probieren jetzt den ersten Arenaleiter zum Kleppen. Ich habe keinen Plan, was er für Pokémon hat. Wir schon eine. Ich habe jetzt ein bisschen trainiert. Das ist nicht die Arena. Ist es die Arena? Ich glaube, das ist nicht die Arena. Oder? Oder doch? Oder doch, oder doch, oder doch? Pokémon Typ Normal sind ziemlich anfällig gegenüber Kampfattacken, aber in dieser Gegend gibt es nur auf dem Dowsingerhof ein Kampf-Pokémon, Riolu. Wenn du mit einem Pokémon Typ Feuer, Wasser oder Pflanze kämpfst, kommt es nur darauf an, welches Pokémon stärker ist. Das ist die Arena. Ja, da, ich hab's. Es ist es doch. Es ist es doch. Es ist es einfach. Anerkannter Trainer, Sharon. Okay. Hey Wolfi, grüß dich! Willkommen zurück, mein Freund! Man kann die Entwicklung eines Pokémons auch unterbinden. Lies mal die Dings. Okay, wir müssen jetzt herausfinden, was der... Also der Chat glaubt aber nicht damit, dass ich es schaffe, aber es kann sein, dass jetzt die Nuzlocke vorbei ist. Es kann sein. Muss aber nicht. Ich möchte schauen, was passiert. Hallo, ich helfe allen Trainern weiter, die sich in der Arena beweisen wollen. Mein Name ist Guido. Guido, was geht? Vielen Dank, dass du in der Arena antrittst. Hier für dich. Tafelwasser. Ich bin komplett nervös, wenn ich nicht weiß, was da... Ein Pokémon-Arena ist eine Einrichtung, die dazu dient. Stärkere Trainer, wer Arena-Leiter muss da? Ja, passt, wir wissen das. Ah, ein Herausforderer. Willkommen in der Pokémon-Arena von Aventura City. Ich bin Sharon, der Arena-Leiter hier. Nun ja, ich bin gewissermaßen in den Job hineingerutscht. Wie dem auch sei, du musst natürlich eine Arena entsprechend begrüßt werden. Ich habe gerade irgendwas gelesen. Wir haben einen Herausforderer. Nehmt eure Position ein, ihr beiden. Na. Wenn du beide besiegen solltest, darfst du gegen mich antreten. Okay. Wenn er Pokémon normal hat, bin ich am Arsch. Wenn er Pokémon normal hat, bin ich am Arsch. Wir tasten uns immer. Ich hoffe, ich kann da immer so, dass ich heilen gehen kann und so. Wir hauen uns eine. Scheiß drauf, wir hauen uns eine. Wir müssen sowieso. Was hat er? Zwei Pokémon. Christian. Das ist ein Normal-Pokémon. Welchen Level? Level 9. Das heißt, ich bin beim Arenaleiter underlevelt. Komm, er wird 12, 13er Pokémon haben. Das wird ein Problem. Er hat normale Pokémon. Und das wird richtig ein Problem. Es ist wirklich... Das ist ja voll Arsch. Du brauchst ja einfach ein Kampf-Pokémon. Wachstum. Was kann Wachstum? Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Na! Solange eine andere Attacke durch Wachstum ersetzt werden kann, eine Attacke vergessen. Boah, der Lolli hat mich nicht mit Druck. Wickler da mal weg. Klar. Ja, jetzt wird der Whisky Maschine, weil ich meinen Angriff boosten kann. Das ist echt geil. Das heißt, normal trifft er mich auch nicht effektiv. Das heißt, wir probieren das gleich. Das ist gut, das heißt, ich kann mich aufsetzen. Das Ding ist gar nicht so schlecht. Ich bin plus 1, what the fuck. Ja, aber jetzt killen, oder? Wenn er Ruckzuck gibt, macht er...
War schon wieder Bagman. Also diese Crits, diese Volltreffer, die random einfach sind. Bitte sag, dass ich mich heilen kann. Und wenn ich so ein bisschen kannst du deine Leute herausfordern. Ich kann mich heilen, gell? Jawohl, wir können einen Kilometer heilen, gell, einfach. Weil wir machen das so, dass wir jetzt die anderen Pokémon nur trainieren. Eigentlich, jetzt habe ich Hoffnung. Jetzt habe ich Hoffnung, dass wir es schaffen. Weil wird wahrscheinlich sein stärkstes Pokémon, wird wahrscheinlich auf 13 oder sowas sein. Ich hoffe nicht, dass er 15 ist, dann habe ich wirklich ein Problem. Aber ich habe gegen normal nichts, was effektiv trifft. Wie kann man als ersten Arenaleiter einen normalen Arenaleiter machen? Wie? What the fuck? Das heißt, wir tauschen auf Voltilam zum Trainieren, weil der kann uns dann ausreißen mit die Paras und so und dann kann ich mich boosten. Also die Taktik ist da. Strategie ist on point. Ja, ich habe eine Taktik. Wir schauen einfach mal. Einfach Level 9, das ist halt ultimativ krass. Taktik ist, ich hau da jetzt einen Tackle aus, er tackelt mich und kassiert ein Para. Oder wir paren und wechseln aus. Ich bin nochmal schneller, das ist gut. Er macht Silberblick. Das ist gar nicht geil. Das heißt, ich muss Donnerwelle machen, es hilft nicht. Sehr gut. Jetzt wechselt die Aussie. Passt auf. So wird meine Taktik beim Arenaleiter da. Das heißt, die wechseln jetzt da ein. Wenn er mit irgendeinem scheiß Konterviech oder sowas kommt, dann brich ich den Aslock gleich an. Das juckt mich nicht. Er macht Schnüffler, jawohl. Ich mach Wachstum. Wenn ich zweimal Wachstum mach, bin ich eigentlich gut dabei. Er macht Silberblick, du Arsch. Wachstum nochmal und dann attackieren wir. Beim Arenaleiter mache ich jetzt, schaue ich, dass ich dreimal Wachstum machen kann. Wir müssen eigentlich richtig viel Damage machen. Sehr gut. Das heißt, wenn ich jetzt einen Tackle mache, müsste es eigentlich schallern. Ah, das wird schwieriger als gedacht. Puh, ich bin schon ein bisschen nervös, sag's euch, wie es ist. Weil ich halt nicht weiß, auf welch für ein Level. Es wird wahrscheinlich ein Level 10er Pokémon sein. Und Level 12. Ich schätze eher 13. Aber ich mache meine Taktik. Wir haben unser, ob die funktioniert, aufgewirrt, wir werden sehen. Ich würde nicht unbedingt meinen Starter verlieren. Halt Arsch. Das wäre halt richtig Arsch. Aber wenn ich dreimal Wachstum ausbringe, wäre es schon komplett OP. Wir machen Donnerwelle einfach mit Flasche. Das gleiche Paradies. Dann wechseln wir aus. Dann haben wir hoffentlich Zeit. Hoffentlich Zeit. Da ist er. Boah, Alter, Vater. That's ready. Ich gar nicht. Aber wir machen es. Eine mit uns. Warum kann ich immer noch also jetzt? Als Arena-Herausforderer ist das mein erster Kampf als Arena-Leiter. Geben wir uns beide unser Bestes. Ist das erster Kampf, mein A. Ich hab so schwitzige Hände. Jetzt entscheidet sie. Die Nasler kann nicht vorbei sein. Wie viel Pokémon hat er? Zwei, okay. Nagellotz. Okay, waren wir klar. Welchen Level? 11. Finde ich absolut nicht geil. Wir machen Donnerwelle. Ich bin schneller, das ist schon mal gut.
Sehr gut. Wir wechseln jetzt eine mit unserem Whisk. Wir setzen uns da jetzt Vollgas auf, okay? Kraftschub! Scheiße. Was macht er? Ich hab nicht gelesen, was er macht. Er boostet sie auch! Hey, ich muss da jetzt was... Ja, es ist vorbei. Ich glaube, dass es vorbei ist. Wenn er jetzt Tackle einsetzt, Kassier ist so arg. Jawohl! Bitte! Ich soll die Stat-Attacke machen. Es trifft ja sowieso neutral. Es trifft ja sowieso neutral. Bin ich mit Tackle besser unterwegs? Rankenhieber jetzt Stat-Attacke. Ich tackle's. Wir schauen uns an. Er überlebt. Ja! Das Pokémon müssen wir wegbringen, weil es hat sich so geboostet. Das geht nicht. Boah, jetzt bin ich gespannt, was jetzt für Pokémon kommt. Ist es die Weiterentwicklung? Nein. Wir boosten uns einmal. Jetzt haben wir plus 3. Jetzt muss ich ihn wegnatzen. Er macht da Kraftschub. Ich weiß nicht, ob Tackle besser ist oder Rankenhieb. Rankenhieb, glaube ich, wird mehr Damage machen. Weil, probieren wir mal aus. Ah, jetzt ist er tot. Ich bin schneller, wie er. Ich tackle ihn jetzt weg. Er ist sowieso tot. So, meine Freunde! So schaut's aus! So schaut's nämlich aus! Die Strategie einfach! Die Strategie! Das Ding nur am Wachstum erlernt hat, der Whisk! Alter, das ist so stark! Oh, geil! Aber ich war komplett nervös! Ich schwör's euch, es ist, ich war komplett nervös! Meine Hände sind so schwitzig! Unser erster Orden! Er hat einfach normal Pokémon. Kraftschub. Danke für die TM. Passt. Dankeschön. Oh mein Gott, wir haben den ersten Rennleiter. Weg mit dir, Schmutz. So, dala. Boah, ist das geil. Ich freue mich so. Bell ist auch da. Hallo, Bell. Wie war es denn so? Den Kampf gegen Rennleiter meine ich. Oh, das ist doch der Grunorden. Das ist ja unglaublich. Dabei haben du und deine Pokémon diese Reise eben erst begonnen. Ja. Und es hat nicht geendet bei diesem ersten Rennleiter. Als Trainer hast du offensichtlich gehörig Potenzial. Dann bekommst du jetzt das hier von mir. TM Rückkehr. Hätte man dich gefragt, ob du bei Seven vs. Wild mitmachen möchtest, hättest du angenommen? Ganz ehrlich, ja. Ja, hätte ich. Ganz klar. Überlege nicht einmal. Sharon, Bell, na wie geht's? Wir haben uns 2 Jahre nicht mehr gesehen, was? Wow. Ist irgendwas passiert? Ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn ich mich in deinem... Visocaster eintrage. Jetzt kannst du mich immer von deinem Visocaster anrufen. Mich auch. Nase immer Telefon. Und ich habe auch noch Professorins Esche eingespeichert. Und es klingelt schon. Wonka nimmt den Anruf an. Es ist so nervig. Hallihallo Wonka, ich bin's. Professorin Esche. Professor Esche, ich habe von Bell gehört, dass du... Pokédex an dich genommen hast. Das ist wirklich großartig, echt klasse. Danke dir. Wieder die Beziehung zu den Pokémon noch weiter verbessern. Es ist wirklich wahnsinnig interessant. Es gibt hier nämlich jede Menge Pokémon, auf die wir vor 2 Jahren noch nicht gestoßen sind. Vielen Dank, Bell, dass du diese Erledigung für mich übernimmst, obwohl es ein weiter Weg ist.
Und wie läuft's bei dir so, Sharon? So alles frisch gebackener Arenaleiter? Schön, dass wir uns mal wieder sprechen, Professorin Esche. Sie sprühen ja förmlich vor Energie. Wie ist es mit Arenaleiter so geht? Ist schon ganz schön hart, wenn ich wenigstens meine gewohnten Partner meiner Seite hätte. Du schaffst das schon, Sharon. Auch wenn dir schwere Kämpfe bevorstehen, denk einfach daran, dass du damit die Beziehung zu deinem Pokémon vertiefst und auf diese Weise ein immer besserer Arenaleiter wirst. Keine Sorge, alles wird gut. Passt, passt, passt. Kurz seine Trainer geworden ist. Wonka ist der beste Trainer auf der Welt. Wir haben den ersten Arenaleiter und let's go, weiter in der Story. Das gilt besonders für dich, Wonka. Dein Pokédex mag wichtig sein, doch an erster Stelle sollte der Spaß stehen, wenn du auf dem gemeinsamen Weg mit dem Pokémon hast. Boah, das Telefon nervt jetzt schon. Jo, Professorin Esche ist richtig cool. Wenn du sie auf Visocaster anrufst, bewertet sie vollständig deinen Pokédex-Einträge. Okay, cool. Und du kannst natürlich auch anrufen. Ich verrate dir, wie sehr dich deine Pokémon mögen. Okay. Ich kläre dich über die Fähigkeiten der Pokémon und über die Wechselwirkung zwischen den Typen auf. Der Bommel. Bommel, hast du den ersten Arenaleiter schon? Bist du der Arenaleiter? Dann lass uns gleich kämpfen. Ja, oder nicht, ich bin mal vor ihr. Du siehst mir nach einem recht starken Trainer aus. Alles klar, komm zu mir in die Arena. Bommel, wie? Ich gewinne auf jeden Fall. Let's go. Arenaleiter hat es nicht leicht. Ich habe so eingerichtet, dass du ab jetzt das Sieggear verwenden kannst. Mit Hilfe des Sieggears kannst du zum Beispiel Infrarotverbindungen oder drahtlose Daten übertragen und kommunizieren. Passt. Na, möchte ich nicht. Das Sieggear wird voll effektiv, wird einverstanden. Ja. Jo, passt. Okay. Das ist jetzt immer da. Muss ich Pokémon Center? Nein, ich hab's. Aber wir haben Flauschi und Gucci so weiter trainieren. Und wir wissen nicht, wo wir hin müssen. Straight zu dem Tute, was gesagt hat, du darfst doch nicht vorbei, weil du noch keine Arena geworden hast. Jetzt hab ich ihn aber. Aber das Riolo war richtig stark, wenn zum Fanger. Also das hätte ich gefeiert. Ich bin kurz vom Level. Nehmen wir das mit. Jetzt haben wir Level 11. Zack. Baumwollsaat. Was ist das für eine Attacke? Wattebäuschen helfen sich an das Ziel der Initiative. Okay. Okay. Nicht erlernen. Boah, wie oft. Aber ist gut, dass er fragt. Diese gut, diese gut. Hey, du kommst keinen Zentimeter, ohne dass da nicht irgendwas kommt. Nagellot, den Atzen, zahl einfach weg, einfach weil ich mich gerade so überlegen fühle. Dabei noch. Beim zweiten, dritten Orden reißt mir nun wahrscheinlich ja weg. Oder wir schaffen's. Oh, Dom, GG. GG, Assassin's Creed ausgezockt. So, wir laufen weiter. Wieder Bell. Das gibt's ja nicht, dann lasst sie mir ein bisschen spülen. Entschuldige bitte, ich hatte ganz vergessen, den Pokédex aufzurüsten, den ich dir gegeben habe. Ich füge die Habitat-Liste hinzu. Eine großartige neue Funktion. Gib mal kurz deinen Pokédex. Was für eine Funktion? Mit der Habitat-Liste kannst du prüfen, welche Pokémon sich in der Gegend finden. Eine großartige Funktion deines Pokédex. Oder geil. Um sie zu nutzen, öffne den Pokédex und berühre den Touchscreen, die entsprechende Schaltfläche. Als nächstes willst du den Ort aus, den du dir ansehen möchtest. Jetzt kannst du alle dort lebenden Pokémon sehen und erfährst auch, welche du gefangen hast. Okay. Na, mich denn nicht. Ein kleiner Tipp am Rande. Auf deinen Streifzügen ist dir bestimmt schon mal aufgefallen, dass dunkle, hohe Gras manchmal rauschelt. Darin versteckt sich dann immer ein... Nun ja, das findest du schon heraus. Indem du deinen Pokédex füllst, wirst du Teil einer großen Welt. Also besuch viele verschiedene Orte und begegne viele verschiedene Pokémon. Bis dann. Alles klar.
So, du Pisse, Alter. Was funkelt mir denn da entgegen? Ah, du hast den Grunden, aber ich werde ja nicht übermütig. In der Welt geht es rau zu und ich werde dich jetzt darauf vorbereiten. Er kämpft einfach gegen mich. Scheiße, Alter, ich warte einfach vorn und er hat sicher Stein-Pokémon. Was ist Igor? Was? Er hat einfach Ariolo. Ich kotz im Streu. Was macht er mit Gesicht eigentlich? Blasche wurde erkannt. Das Schlimme ist, ich habe gegen Kampf einfach nichts. Also Tackle. Na, stimmt nicht. Eis, Gestein und Licht und Stahl. Die dürfen einfach nicht angreifen. Das ist das Ding. Ich muss jetzt mit Anschlag killen. Also wir boosten uns jetzt dreimal und dann greifen wir an. Ich riskiere doch nichts. Mit einem Tackle müsste ihn ja eigentlich wegklappen, oder? Ich bin plus 3. Er macht Ausdauer. Nein, er überlebt mit 1 HP! Ich kann jetzt nicht angreifen, oder? Wie lange hält Ausdauer? Wie lange hält Ausdauer? Ich weiß nicht, wie lange das Ausdauer hält. Er ist minus 2 und ich bin plus 3. Also wenn ich ihn jetzt nicht one-shot, dann ganz ehrlich, dann Betrug. Dann Betrug. Hammer. Hammer das Ding. Ich hab mich einfach umsonst aufgeregt. Sorry. Ja, sicher muss ich geschlagen geben. Hör auf mit den scheiß Riolos, Alter. So richtige Nuzlocke-Killer sind so Konter-Pokémon. Pokémon, die was kontern. Was? Was ist passiert da? What the fuck? Ich hab'n. Alter, das ist ein Kindergartenkind. Vorschüler Nils. Alter Nils, du hast einfach ein Enton und ihr flauscht hier, oder? Das schmeckt schon wieder so geil. Die XP nehme ich gern mit. Oh mein Gott, der ist schneller. Ich triff sehr effektiv und das macht so wenig Damage kurz. Enton! Jawohl, let's go. So, Donnerschlag war cool für das Pokémon. Würde ich feiern. Wir nehmen Gucci noch vorn. Bisschen mittrinnen da. Wonka, warte! Oh, jetzt kommen beide. Folgt mir, ihr beiden. Okay. Du kennst doch das dunkle hohe Gras. Es passiert zwar recht selten, doch ab und zu stößt man dort auf zwei Pokémon gleichzeitig oder ein starkes Pokémon versteckt sich darin. Nimm dich also in Acht, wenn du dich in solches Gras wagst. Als nächstes versuche ich euch an der Arena von Vepidros City. Ah, Pfirsichbeere. Also Pfirsichbeere. Okay, da können noch zwei Pokémon kommen. Was tue ich dann? Kann ich dann beide fangen oder muss ich mich für eins entscheiden? Jäger Pfirsich, jetzt haben wir dabei. Okay, er hat mich ein bisschen nervös gemacht. Und eine Frage habe ich nur, ist es eine neue Route? Na, oder? Na, ist noch keine neue Route. Ich kämpfe gegen lauter Kindergartenkinder, Alter. What the fuck? Vorschülerin Helene! Einfach Level 10. Boah. Schwierig.
Käferbiss! Oh, komm, Biss! Oh, der Forst ein Level. Den nächsten kommt wenn egal. Ich weiß nicht, ob ich da in der nächsten Route bin oder nicht. Ich muss eine Karte mehr aufmachen, damit das ich sehe. Erzieherin Heide. Also da ist die Erzieherin. Dummisel. Was ist Dummisel für Typ? Ist Dummisel nicht voll stark? Schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass es Pflanzen ist, oder? Nein, ist auch normal. Verfolgung. Mache ich mit Tackle mehr Damage? Ja. Es war Volltreffer. Oh, Alter, Einigler, jetzt wird's nervig. Und ich habe nur physische Attacken. Soll ich tauschen? Oder lieber nicht? Oh mein Gott! Käferbiss ist nicht speziell, oder? Oh, Volltreffer, GG! Boah, die Volltreffer, die schmecken. 518 XP! Danke für die Level, würde ich mal sagen. Gott! Ganz ehrlich, ich möchte einmal. In das hohe Gras, in das dunkle. Wo ist meine Karten? Wo ist die Karte? Ist da die Karten drin? Wo ist die Karten drin? Da durch. Beutel. Karte. Einsetzen. Ich bin noch immer Route, das ist alles Route 20. Ich kann da gar nichts Neues fangen. Shit. Ah, ja, stimmt. Logisch, weil ich Käferpflanzen bin und Tackle ist normal. Dankeschön, Bummel. Da hast du, da sieht man wieder die erfahrenen Pokémon-Dudes. Kennt man da wieder außer. Deswegen regt sich ja nicht auf. Ich bin nicht so extrem drin im Pokémon, dass ich alles weiß. Und wir schaffen es trotzdem. Die ersten drei Arena-Orden. Noch die wird zu halbwegs gehen. Aber die ersten drei ist alles noch ganz schwierig. Wirklich schwierig. Wir schauen jetzt, dass wir in die nächste Stadt umkommen. Sonst wird die Folge wieder zu lange. Das wollen wir nicht. Alter, lol. Eigentlich, was tut er eigentlich da drinnen? Gegengift, ist gut, ist gut, ist gut. Ich will nicht im hohen Gras eigentlich Pokémon treffen, weil dann packt es mich nicht da. A Level 3. Passt. Die KP nehmen wir mit. Wir tackeln einfach. Boom! Er überlebt. Jetzt hat man 2 HP wieder da mit dem Tackle, lol. Wir wechseln jetzt wieder auf Vati. Also auf Flauschi. Ich muss mir den Namen merken. So können wir die Aule auf 14 bringen. Und dann. Ein Doppelkampf. Ist das ein Doppelkampf? Gibt es Doppelkämpfe in dem Game? Oder muss ich auch noch einen anderen? Es ist ein Doppelkampf. Es gibt einfach Doppelkämpfe. Let's go. Nele und Lea. Beide Songkern.
Einfach. Cool ist, wie abgeschnitten der Bildschirm einfach ist, oder lol. Sind beide auf Level 9, also von denen her werden wir, glaube ich, da easy durchkommen. Dankeschön. Das wird wahrscheinlich nicht killen. Ihr Tackle mal versehen. Er boostet sie einfach, Alter. Eigentlich konnte ich Donnerwelle machen. Nein, wir sind ja beide schneller, was ich gerade gesehen habe, oder? Ist klar, Käfer ist gegen Pflanzen effektiv. Den haben wir schon super gemacht. Und XP kriegen wir fast gar keine, oder? Aber Cash. Wir schauen mal, was unser nächster Encounter ist. Okay, also das. Anscheinend ist es wichtig, wenn das Gras da so herumwuschelt. Guten Tag, du hast 4 Pokémon dabei. Je mehr Pokémon man dabei hat, desto mehr Spaß macht es, unterwegs zu sein. Hier, das schenke ich dir. Also fahren ganz viele Pokémon. Superboy, ich krieg jetzt schon Superboy. Lol. Wir sind in der nächsten Stadt. Und ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, um die Folgen zu beenden. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Projekt taugt und die Nuzlocke taugt, dann könnt ihr mir es wissen lassen mit einem Like, kommentieren und meinen Kanal abonnieren. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Kuss.